So Freunde, willkommen bei PCSOS-TV. Kommt euch die folgende Situation auch bekannt vor? Man klappt den Laptop, während er noch läuft, zu und dieser meint sich gleich schlafen legen zu müssen. Oder noch schlimmer, er schaltet sich sogar komplett aus. Manchmal echt nervig, aber bleibt eine Minute dran, dann wisst ihr, dass es auch anders geht. Also dann mal ran ans Gerät und gebt in die Suchzeile des Startmenüs den Begriff Zuklappen ein. Ihr wählt den Eintrag aus den Systemsteuerungen aus und landet prompt in den Energieoptionen eures Laptops. Hier könnt ihr ganz einfach einstellen, was beim Zuklappen des Laptops passieren soll. Die Antwort ist ganz simpel, nämlich nichts. Die Einstellung könnt ihr für zwei Zustände vornehmen, und zwar einmal, solange das Teil über den integrierten Akku betrieben wird, und einmal separat davon, was bei angeschlossenem Netzteil passieren soll. Danach noch ein Klick auf Änderungen speichern und das war's auch schon. Euch ist bestimmt noch aufgefallen, dass man in diesem Menü auch die Funktion des Startknopfs konfigurieren kann. Hier hat man ebenfalls die Möglichkeit, den Laptop herunterzufahren, in den Standby-Modus zu verabschieden oder einfach weiterlaufen zu lassen. Genug geredet für heute, das war unser Laptop-Quick-Tipp für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon wollt, gebt einen Daumen nach oben oder nach unten. Wir freuen uns über euer Feedback, Kommentare und neue Abonnenten. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal bei PCSOS TV.